So, und dann sind wir jetzt eigentlich schon wieder beim Fazit des Spiels. Oh, sie singt. GLaDOS singt. Wow, das ist ein geiles Lied. Genau, kommen wir mal zum Feedback des Spiels. Im Hintergrund die wunderschöne Melodie. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich an manchen Stellen so extrem dämlich angestellt. Wie dumm kann man eigentlich nur sein an manchen Stellen? Wie dumm, so dumm, ey. Und ich ich habe mich nie dümmer angestellt bei irgendetwas. Weil wirklich, das sind Räume gewesen, wo die Lösung so einfach war und ich habe es so extrem schwer gemacht, weil ich jede Möglichkeit ausprobiert habe. Also dumm, ey. Ich dachte einfach mal, das Logischste zu machen. Ich meine, klar, bei dem Spiel musste man schon immer weiter denken, um die nächsten Schritte schon mitzuplanen. Aber einige Sachen waren so einfach und blöd. Aber ich muss schon sagen, so für Leute wie mich zum Beispiel, die solche Spiele, so Denkspiele, eher seltener spielen, ist es schon eine Herausforderung, sowas zu machen. Also ich finde es... Also ich fand es schon anspruchsvoll in dem Sinn, fand es aber doch doch lösbar, die ganzen Rätsel. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich fand das Spiel klasse, so von der Story her, was sie da reingebracht haben, fand ich gut. War schon relativ lang, also ich glaube, ich habe mir halt wirklich bei manchen Sachen sehr viel Zeit gelassen. Gibt es nicht viel zu sagen. Ich bedanke mich natürlich wieder bei den ganzen Leuten, die mir zugeschaut haben. Wie immer, generell immer. Ich verweise euch natürlich auch auf meine anderen Projekte, also die ich gemacht habe, die natürlich auch in Zukunft kommen werden. Ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren, wenn ihr wollt, Daumen hoch geben, Kritik schreiben in den Kommentaren und natürlich die Videos favorisieren, verbreiten, könnt ihr alles machen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Das Spiel top, Story top, Kaufempfehlung ja, für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Oh, was macht denn der hier? Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Bin im Weltraum. Ah, da sind wir es auch. Wir haben es durchgespielt, anscheinend. Genau. Wie gesagt, ihr könnt gerne favorisieren, Videos verbreiten, abonnieren, sonstiges. Nur wenn ihr wollt und so weiter. Ansonsten schaut meine anderen Projekte, meine zukünftigen Projekte, es wird so einiges noch kommen. Und ich bedanke mich beim Zuschauen. Das war's so von mir und wir sehen uns dann bei den nächsten Let's Plays von mir. Also, haut rein!